Der Hadith ist in dieser Hinsicht sehr interessant, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam drei Aspekte erwähnt für die, ich nenne es mal, Überlegenheit eines Menschen. Die Überlegenheit eines Menschen oder die Würde, die er trägt. Der erste Aspekt, den er erwähnt, ist einfach im absoluten Sinne die Taqwa, tamam? Sie haben aber nicht danach gefragt, eigentlich wollten sie wissen, was er über die arabischen Stämme sagt. Welche der arabischen Usul sind die ehrbarsten? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann aber an zweiter Stelle, er hat die Frage noch nicht so beantwortet, wie sie es wollten. Er ging dann davon aus, dass sie etwas anderes meinen, und zwar die Ehre im Sinne von den weltlichen Aspekten, Herrschaft, Königreich, Reichtum, Wissen und so weiter, tamam? Und deswegen hat er dann Yusuf a.s. erwähnt. Yusuf a.s. war Prophet, das ist der religiöse Aspekt, das Wissen, dass Allah Ta'ala ihn ausgestattet hatte. Hinzu kommt eben die Macht, die er hatte, all diese Aspekte zusammen. Und dann an dritter Stelle erwähnt er die Araber. Und auch hier erwähnt er wieder einen religiösen Aspekt. Er sagt, إِذَا فَقُهُ, yani wenn sie belehrt sind über die Ahkam der Scharia. Was interessant ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei allen drei Aspekten immer den religiösen Aspekt hinzugefügt hat. So? Ja.